So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch, heute wirklich am Mittwoch, denn heute ist Mittwoch, ja, heute ist nicht Donnerstag, heute ist nicht Freitag, heute ist Mittwoch, deswegen haben wir die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Heute Abend auch die Raid-Stunde mit Evil Tal. Xeneas hat seine Raid-Stunde schon gehabt vor 2 Wochen. Letzte Woche gab es ja dann Raid-Stunden mit Groudon und mit Kyogre. Dieses Mal ist Xeneas Iveltal wieder drin bis zum Freitag. Dann ist Raid-Boss-Wechsel und Iveltal bekommt heute seine Raid-Stunde. Das heißt, ihr werdet wieder Raid-Mania-Punkte sammeln können. Ab 18 Uhr 5 Einladungen kann ich annehmen. Wer da das Schlusslicht bildet, wer das Rennen macht, denn es ist die letzte Raid-Mania in diesem Monat. Es wird nochmal spannend. Kann das Erdnuss seinen Titel verteidigen? Wird Xenaya vorrucken? Kommt ein Überraschungsgast und macht 5 Punkte mit einmal. Das seht ihr heute Abend. Heute auch noch Wrestling. Ich hoffe, dass heute auch noch News kommen. Die September-News. Der C-Day für Samstag, was wohl Glumanda sein wird. Und natürlich die Season-News. Jetzt aber angefangen mit dem Video. Angefangen hat die Woche hier mit Lenz Hart. Der hat nämlich beim Gewinnspiel mitgemacht, wo es dieses schöne GoFest 23 T-Shirt zu gewinnen gab im Wert von 40 Euro. Das habe ich ihm dann geschickt. Ich habe ihm noch eine Packung Too Spicy von Samyang Bulldog mit reingepackt. Hat er sich bedankt, hat es dann auch mal angezogen. Das ist der Lennart. Wenn ihr Lennart noch nicht gesehen habt, jetzt habt ihr Lennart gesehen. Timo hat mir ein lustiges Bild geschickt auch. Ihr kennt doch Salafisten, ja? Wir haben es letztens im Stream vom Thema Fisten gehabt und den Salafist, ja, und dann der Spruch dazu, papalapap, Fisten geht klar, was Salah ist, zeigst du mir, wenn wir auf dem Zimmer sind. Das war auf jeden Fall richtig krank. Timo, hör auf mir sowas zu schicken. Dann Xenaya, endlich kann ich Aquana nutzen. Gegen Groudon also immer Wasser, das ist richtig genial, hat sie hier gemacht mit dem Aquana. Bin mal gespannt, wann Krypto Aquana kommt, dann rastet sie bestimmt total aus. Algit, Timo, 2x Algit hier bekommen, auch einmal entwickelt zu Tandrak, dann seine GoFest-Ausbeute allgemein, was Shinies betrifft hier. Ein Lapras, Scaraborn, ein, ja, ja toll, ist ein 100er oder was? Sieht man doch jetzt gar nicht, was damit los ist. Auf jeden Fall, ihr seht die Shinies, ihr seht wohl die 100er, obwohl wahrscheinlich nur ein 100er dabei ist. Sind da jetzt auch 100%ige Shinies dabei? Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall ist da hier noch ein Schleimsaurier dabei und ein komischer Blueberry-Bär. Affe, ja, was ein Gorilla ist, neben der lila Kuh, die blau ist. Und der Bär ist eigentlich kein Bär, sondern ein Affe, aber der ist ja irgendwie nicht blau, der ist ja lila. Also ich wisch einfach weiter, ich warte, bis wieder Namen dran stehen, dann kann ich es euch auch wieder vorlesen. Kaiser Kai hatte ich auf beiden Accounts bekommen. Was ja nochmal für alle zum Verständnis, wenn ein Pokémon ein 100er ist, dann könnt ihr eurem Homie, der neben euch steht, sagen, Digga, das Nagelotz hier hat 100%, wenn der das fängt, ist es bei ihm auch ein 100er. Vorausgesetzt, beide Trainer sind mindestens Level 30, denn ab Level 30 sind die IV für jeden gleich. Ansonsten kann es sein, dass der eine Nagelotz fängt, bei ihm ist es ein 98er und bei seinem Homie ist es halt ein 76er oder so. Aber ab Level 30 sind die IV gleich. Deswegen werden Bots immer mit Level 30 durch die Gegend gesendet, dass die IVs abscannen und dann euch sagen können, wo ein 100er ist, wo ihr mit einer Map oder sonst was auch hingehen könnt, könnt ihr zocken. So, dann hat der Kaiser Kai hier mit dem Go Plus Plus einen Makuhita gefangen in Shiny. Hier seine Shiny-Ausbeute, wo er auch endlich Shiny Jirachi abgeholt hat. Hier sehe ich Entons, Miltanks, Pikachus, Liberax, Rayquazas, Flunschlicks, Haspiros, Libiscus, Roselia, Waumbels, Ebolis, Driftlons, nee, warte mal, Knofensa ist das, Praktibalk dabei, Scaraborn, Schlurp, Tarnbignon und so weiter. Dann ist sowieso die ganzen GoFest-Sachen, wenn du das so zeigst, erkennt kein Schwein, was das sein soll. Wenn du alles einzeln schicken würdest, das ist immer zu derselbe Mist, deswegen machen wir das irgendwie. Wir müssen durch diese Sendung kommen. Ich hasse diese Sendung heute. Ich muss es sagen, ich habe absolut keinen Bock. Ich möchte wieder geregelt einen Ablauf. Nächste Woche alles chilliger. Kaiser Kai hier, 100er PP mitgenommen. Dann auch 100er Waumpel. Die waren beide aus demselben Waumpel. Dachte, die werden beide zu den gleichen.
War es vielleicht doch männliches und weibliches Baumpel? War es vielleicht was ganz anderes? Nee, pass auf, weil wenn du es nämlich entwickelst, die Entwicklung, ob das Baumpel jetzt ein Panikon oder ein Dingsbums wird, ist vollkommen random. Das heißt, das eine kann das sein, das andere das. Also nur männlich-weiblich ist dann anders, ob dann der Burmadam rauskommt oder was. Ja, das sind wir schon wieder bei. Warte mal, Burmadam, da sind wir ja bei Burmi. Vergesst, Drecksendung, ich will auf jeden Fall nächste Woche Raider Mittwoch haben wieder, dann ist alles cool. Dann hat er hier 100 Aveno Flibis mitgenommen, mein persönliches Highlight und ein 100%iges Requarzer, aber auf dem falschen Account, nämlich bei der Schwester. Der 31. Raid war dann das Shiny Evil Tal, nennt es hier Böses Tal. Luigi Serrada zeigt die Ausbeute auf dem zweiten Account, mit Hand gespielt, in Ruhe. Auch ein paar Pikachus mitgenommen, Lapras, hier Relaxo ist richtig cool dabei, Tarnel ist aber auch ein C-Day-Pokémon, genauso wie die Kaumalat sind ja auch C-Day-Pokémon. Das Relaxo mit Hut ist wahrscheinlich das Highlight für viele Leute gewesen, gab es aber damals auch schon bei den Go-Festen, gerade in Berlin sind viele rumgerannt mit dem Berliner Bären. Der Main mit Gotcha bei 1300 Fängen, hier haben wir auch noch einen Gladiantri mit dabei zum Beispiel, was natürlich sehr cool ist, da das eigentlich nur aus 12 Kilometer Eiern kommt. Hier kam es aus dem Rauch, konnte man mitnehmen, hier auch Relaxus mit am Start, Iguana ist auch noch nicht so lange im Spiel, konnte man mitnehmen, ein paar Pikachus, Girafarik, alles mitgenommen. Nutzt die kostenlosen Pässe und kommt 2039 nichtsahnend gefangen und 100%. Mein einziges 100er am ganzen Wochenende, aber ein Kyogre und damit ein richtig starkes, geniales Pokémon. Mac Maggie hat vieles einzeln geschickt, wir gehen mal kurz durch hier. Shiny Pikachu mit einer Krone, Iguana auch als Shiny, dann Shiny Pikachu mit einer anderen Krone, Hippopotas, Shiny Pikachu, Incognito M, was übrigens das neue Incognito war, was es also vorher noch nicht als Shiny gab, zu den Go-Festen dieses Jahr jetzt als Shiny released wurde. Das ist also wichtig, Imantis dabei, Pikachu, Dickter Ordoch, was ordentlich Staub gibt, auch nochmal eine Mega-Entwicklung hat, dann Raikwarzer mitgenommen, Octillery, Kommandutan, der auch neu war, komplett neu. Meister Grief, was ja wohl Praktibalk im Oktober ein C-Day bekommt, sagen die Leute schon wieder. Scaraborn, Mega-Entwicklungs-Pokémon, nehmt euch da Bonbons mit. Also jetzt ist eh zu spät, habt ihr gemacht, hoffentlich. Hutsasa, Pikachu, Pikachu, nochmal Scaraborn, Kassadur, Kaumalat, Watzapf, Waumball, Raikwarzer, Vitora, 100er Evoli, 100er Tentacha, kein Shiny, aber 100er war dabei. Achso, das war die Rampenlichtstunde von gestern, genau, da war nämlich Tentacha drin. Roselinchen, das ist aber schön zusammengefügt hier. Die beiden sind meine absoluten Favoriten, zwei Schnecken hier und eins sieht man direkt, was aus dem Rauch kam, auch noch eine Wetterbrust hat. Dann Relaxo, zweimal Relaxo, auch wieder schön im Fangbildschirm noch zu sehen und wie es gefangen ist. Das ist ja schon fast Lennart-Niveau, was hier an Bildern reingeschickt wird. Zweimal Pikachu, gelbe und rote Krone mitgenommen. Ich finde die Krone halt sehr unspektakulär. Also manchmal hat Pikachu schon ein komplett ganzes Kostüm gehabt. Das ist richtig cool. Aber diese Kronen sind eigentlich lächerlich. Trotzdem macht man sich die Mühe, die zu sammeln und dreht total durch, wenn man sie nicht kriegt. Dann weiter hier Flunschlick, Sichlor, Raupi, Prakti, Balgeneko, Schmerbe. Das Kyogre war vor dem Fest und das 100er Milzer eine Stunde danach. Also Kyogre, Potrot, Schalellos, 2, Dreckharzer, Milzer, 100%. Etwas für Raider Mittwoch vom Exkavator, was eigentlich, dachte ich, 100er Schocker der Woche wird. Er hat es mittlerweile, glaube ich, auch entwickelt und in die Gruppe mal reingestellt, aber er hat es halt in der Gruppe schon gezeigt. Er hat dann die Entwicklung in der Gruppe schon gezeigt. Er hat es jetzt vorher schon überall rumpräsentiert und gezeigt. Und obwohl das aus einer Feldforschung war, glaube ich, hat er geschrieben, es war aus einer Quest, haben wir noch jemanden, der ein 100% Shiny aus einer Quest bekommen hat und so ist das Ganze ja irgendwie gleichwertig und dann kann nicht das eine Schocker der Woche sein und das andere nicht. Obwohl ich persönlich hätte gesagt, das war neu, das finde ich cool, das wäre Schocker der Woche gewesen. Weil das ein bisschen schon verheizt hat und wir noch was ganz anderes haben, ist es aber nicht geworden. Trotzdem finde ich dieses Shiny absolut süß, genial, tolle Farbe und ein 100er davon, das ist auf jeden Fall fett in der Sammlung. Grüße gehen raus. Dieser zeigt uns auch hier Tag 1, paar Pikachus mitgenommen, Potrot, Schmerbe, Schalello, Simantis, Miltank, Libiscus, Tag 2, Schlupf, Knuffenser, Pibi, Imandis, Enego, Kani, Vanya und
ihr seht den ganzen Rest vom Schützenfest, dann wieder in den Showcase gesetzt. Zweimal Platz 1 mit Rayquaza, leider nur Platz 2. Ich habe leider nur 3 Pikachu-Showcases gefunden am ersten Tag und auch am zweiten Tag. Nee, stimmt gar nicht. Am ersten Tag saß ich mit 3-mal Viscora drin, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich kein Rayquaza-Showcase gefunden. Das hätte mich mal interessiert, wie man da abgeschnitten hätte. So, Paco, Wablu, C-Day Shiny. Fuck yeah, baby, endlich. Jedes Mal die Quest. Laufe 4 Kilometer, habe schon 5,98er. Was heißt das jetzt? Ist das jetzt ein 100er? Ich weiß den Wert gerade leider nicht, aber wahrscheinlich ist es ein 100er, deswegen freut er sich so, weil er die ganze Zeit 98er bekommen hat und hat jetzt das 100%ige. Dann noch Groudon mitgenommen in Shiny, dann der Rest Shiny hier, was er da hat. Sehen wir auch nochmal Relaxo mit Hut, Vitora, Tarnweg, Nong, Kinbum, Flecknoe, Flurmel. Ist halt auch viel Schmutz dabei. Viscora hat er trotzdem. Zwischendurch der 1 drin, Girafarig, 100% Kyogre, das ist auf jeden Fall das Highlight hier. Der zweite Tag, Galapafloss Shiny, das sticht hervor. Nochmal Viscora, Gladiandri, Rayquaza, 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 Schalelos, Gladiandri, Scaraborn, Rayquaza. Der zweite Tag sieht für mich auf jeden Fall fetter und genialer aus. Und dann hier noch 100% Bruder Landa mitgenommen, wohl aus dem Mega Raid rausge. Nee, wahrscheinlich getauscht, denn die WPs sind zu niedrig, als dass es aus Mega Raid hätte kommen können. Das kann nicht Level 20 sein. Bierschanga ist im größten Regen der Weltgeschichte unterwegs wandern gewesen, hat da eine Schutzhütte gefunden, das war immer genial. Schutzhütte, Pokémon Go und dir wird geholfen, Naturin daneben, den hätte ich auch gleich eingereicht als Pokestop. Alexander Ahringer, endlich ein 100er Kyogre in Pokémon Go. Glückwunsch, endlich Shiny, wohin genau, in Pokémon Go. Endlich Pokémon Go Fest weltweit aus Beutetag 1. Auch mit Kyogre, Kommandutan, Schalelos. Ich beziehe mich hier meist auf die 9. Dann Tag 2 aus Beute. Außer das Glücksgala Flunsch liegt, das war halt so. Ansonsten Elfhuhn, Relaxo, Pibi mitgenommen. Endlich 100er Rayquaza in Pokémon Go. Das Trio komplett in 100%. Das Trio braucht auf jeden Fall jeder. Glückwunsch dazu. Marco FedEx zeigt uns nochmal, was das höchste an Mega-Energie war, was man aus einem Mega-Rayquaza-Raid ziehen konnte. Ich dachte, 90 ist das höchste und 70 ist das niedrigste. Dann hieß es im Stream, 60 ist das niedrigste. Jetzt hat er gesagt, 50 ist das niedrigste, aber 100 ist das höchste. Hat er hier bekommen nach 29 Sekunden. Noch auf Level 40, Sören, Shiny Rayquaza Mega, 100%, Genaya mit dem Gala Flunschlick, in Shiny, Grillmark, Shiny, Selal, Elezeba, 100, Shiny Kanivanya, Shiny Schneckle, Shiny Pikachu, Kommandutan, dann hier ein Dedenne, was vom Rettan gewärmt wird, sagen wir mal, es wird gewärmt. Gladiandri, so genial gewesen, Gladiandri aus dem Rauch. Schalelos nochmal hier mitgenommen. Fugano, das fehlt mir in 100%. Gab es aus dem Rauch, hat er hier durch einen Tausch in 100% erhalten. Dann ein Glumanda, was er sich jetzt für den C-Day aufheben kann. Hut, Hut, Shiny, dann das muss das Thumbnail sein, oder? Das muss das Thumbnail sein, ich finde dieses Bild richtig schön, ne? Dann, das fand ich auch cool, diese Vermischung aus Slugging und Snorlax, ne? Das, so können sie es machen, meinetwegen. Er hat mir noch ganz viele andere Bilder geschickt, fand ich alle blöd, aber das fand ich gut, deswegen habe ich das mit reingenommen. Elke, jetzt wird es wieder kompliziert, statt alles einzeln zu machen, dass man sieht, habe ich es mal so gemacht. Paulas Ausbeute aus den letzten 4 Wochen, zuerst ohne Go-Fest. Ein Ei-100er, Fluffeluff. Ein Raid-100er, Rayquaza. Und 3 getauschte 100er, Zurukeks, FM und Amarino, Zurukeks als Glücks. Shinies von Paula aus den 3,5 Wochen vor dem Go-Fest. Anorit, Flauschi, Shiny, Flunschlick, Shiny und Haspiror, genau. Namen braucht man nicht, wir lesen nur vor, wie es genannt würde. Highlight hier auf jeden Fall das 100%ige Rayquaza. Dann, nun zu meiner trotz Ticket sehr mageren Go-Fest-Ausbeute aus etwa 15 Stunden Spielzeit. Kein 100er, nur 8 Shinies, Kanivanya ja doppelt, schon mehrfach im Beutel gehabt, 3 neue, ein Glückstausch-Shiny, auch neu, mit roter Krone. Habt ihr hier also auch Roselia, Relaxo mit Hut, dann eine Flecknoil, Kanivanya, ja, Tarnbignon, Lapras, das Grundding, so. Guck mal, Highlight war Relaxo mit Hut.
Dann von Kaisi auch aus den 3,5 Wochen vor dem Go-Fest. Zuerst die 100er aus Eiern, Feldforschungen, Wild und durchs Tauschen. Girafarik sogar doppelt, durchs Tauschen einmal als Glücks und einmal, wie man am Hintergrund sieht, normal. Glücks, Algit und Lemenip und Girafarik einmal normal und dann hier Griffel normal und Glumanda normal. Highlight für mich dieses Mauzi. Habe ich auch nicht als 100er 100% Mauzinger, wird auch irgendwann noch in die Sammlung rein müssen. Shiny vor dem Go-Fest, die Ausbeute ist etwas besser. Amarino, Lilminip, hier ist Pikachu, Knospi, Carbador, Yorklef, Haspiroar, Tusker. Und dann die Go-Fest-Ausbeute, auch etwas besser, da Kaisi ja noch nicht so viele verschiedene Shiny hatte. Ne, warte, ist noch falsch. Das kommt erst mit, dann kommt, oh, das ist aber viel, da blicke ich hier gar nicht mehr durch. Ich habe den Text schon gelesen, guck mal hin. Flunschlick, Kindwurm, da ist halt viel Zeug dabei, auch was Raid Days, Sea Days hatte. Aber Schneebedeck, Kaniwanja nochmal, Schmerbe, Girafarik. Und jetzt aber die drei Favoriten. Blickt ihr noch durch, seid ihr noch da, ja? Meine drei Favoriten, Pikachu mit gelber Krone, selbst gefangen. Und dann natürlich das kleine Raupi und das große, schwarze, wurmige Black Dragon, so nennt man es jetzt dann. Annika Vogt, Zapdos Annika, hat ihre Ausbeute geschickt. Jo, ihr seht selbst, war Zap, finde ich auf jeden Fall cool, weil das neu war. Noch ein Pikachu hier mit abgestaubt, dann hat sie extra Raid GF, also die Go, sie hat Raids beim Go-Fest gemacht. Sie hat die Scorer-Raids gemacht. Sie hat Raids gemacht von dem Rokara. Irgendwo war doch ein Bild, da war ein Shiny mit drauf. Dass sie also aus einem Raid ein Shiny Viscora bekommen hat. Ach so, ja, das ist der erste Tag, wo geradet wurde. Und hier am zweiten Tag hat sie geradet. Da hat sie Rayquaza geradet. Sie hat nochmal Viscora geradet, wo sie ein Shiny aus dem Raid gezogen hat. Sie hat Rokara geradet. Sie hat Pikachu geradet, okay. Und schillernde Pikachu, auch Hippopotas, Elego Gastatur und eben dieses Viscora. Hannes. Der Hannes hatte richtig viel Glück, der hat schon in der WhatsApp-Gruppe geschickt gehabt. Der hat den Rauch angehabt und aus dem Rauch hat er ein 100% Pachirisu bekommen. Das ist schon mal richtig genial. Und er hat ein 100% Scaraborn aus dem Rauch bekommen. Hinterher, das war fett, also aus dem Rauch beide. Schalellos 100 noch, Pikachu noch in 100 mitgenommen, Gastella in 100 mitgenommen, Libiscus in 100 mitgenommen, Kaniwanja mitgenommen, Shiny Schneebedeck, Shiny Klick-Klack, hat ihm noch eins gefehlt für die Familie. Ist mal ein Pokémon, wo ich denke, kriegt auch wieder einen Seeday irgendwann, wie Praktibalk dann halt eben jetzt. Silvio zeigt uns hier die Pikachus, haben die etwa alle andere Kronen, man kann es gar nicht erkennen. Scaraborn ist voll cool, Schlurpendong, Kaubalat, hin und her. Dann hier aber, da steht Gina Wild, hat schon wieder Ei. Ei, das sind die 100er, Metagross ist fett, die Porendas, auch vielleicht. Ich mach schnell weiter, Grüße an Silvio, fertig, Benjamin Engel, ein weiteres, hier Kaubalat, dann... Proto Groudon im Duo geschafft, hatte Erdbeben, 27 Sekunden über. Wutanfall, Mega Rayquaza zu dritt, ist eine Wucht, 16 Sekunden über. Dann Thomas Speck hier, 100er Relaxo mitgenommen, 100%iges Shiny Hippopotas mitgenommen, 100er Pikachu mitgenommen. Cumulus, kleiner Account, er hat 5 Raids gemacht und aus 5 Raids 3 Shinies gezogen. Das ist auch cool. Zickzacks hier, aber ist ja auch ein Seeday-Pokémon. Bronze hat, glaube ich, auch erhöhte Shiny-Rate. Dann aber das, was ich meine, was ein 100er Shiny aus der Quest nicht Schocker der Woche ist und sein kann, weil wir ja nochmal ein 100%iges Shiny aus der Quest haben. Was natürlich von der Shiny-Rate geboostet ist, aber trotzdem ist es ein 100% Shiny aus der Quest auf dem kleinen Account. Lenzard, 38 Shinies am Go-Fest-Tag einzuhalten. Hier Highlight Scaraborn. Hier Highlight Onyx. Hier Highlight Kommandutan, weil es eben neu ist. Ich finde es schön, wie Lennart sich immer Mühe gibt, das alles so anschaulich da zu machen und nochmal schön abzuscreen, zusammenzufügen, Trennwände einzufügen, das ist alles. Hier gibt es kein Highlight, gut, gehen wir weiter. Highlight, die blaue Kuh, da muss ich mich jetzt drauf einigen. Hier Highlight Gladiantri, der hat überall auf jedem Ding auf jeden Fall Pikachu mitgenommen.
Dann nochmal hier Labras am Start, Rayquaza am Start. Dann hat er auch 100er durchs Tauschen erhalten. Bubungus, Haspiroar, Shinies, auf dem Kleinen war das, glaube ich, Schlurp und zweimal noch Pikachu. Master Gossi zeigt uns auch hier Shiny Incognito, habe ich, glaube ich, bei noch keinem gesehen jetzt. Achso, das M hat man vorhin, du, vergiss es, haben wir schon gesehen. Relaxo, Incognito am Start, Pikachu, Gladiandris gleich zwei, Kommandutan, WhatsApp, die Schalellos, beide Farben bekommen, das ist sehr cool. Hier auch nochmal Kommandutan, Incognito, Gladiandri, alles hier. Sind das die Highlights? Hätte ich das ja weglassen können, wenn hier nochmal die besten zusammenkommen, die ich gerade mir auch schon so dachte. Alle Farben von Pikachu mitgenommen, plus Relaxo. Ihr müsstet jetzt also 5 Pikachus mit Kronen in Shiny haben. Bei Osaka, New York, London gab es immer dieselbe Krone und die jetzt waren neu. Das waren 4 andere. Anibani hat mir ein Krypto-Relaxo mit Hut geschickt. Habe ich nicht gesehen, habe ich nicht gefangen, habe ich nix. Ist vielleicht für Leute cool wegen Sammlung und so Zeug, aber nee. Ich habe keinen einzigsten Rocket Rübel gemacht und keinen einzigsten Boss, keinen Ballon, kein gar nichts, deswegen keine Chance für mich. Mega Groudon, das sieht auf jeden Fall speziell aus. Alles 100% Shinies. Pikachu, Bruder Landa, Relaxo, Scaraborn gleich 3, Metagross. Nimmt man mit, der hat das auf jeden Fall ordentlich genutzt. Dann haben wir Baloo, auch ein paar Shinies hier. Kommandutan auch wieder mit dabei. Relaxo hier mit dabei, Schalellos, Wazapf dabei, Gladiandri dabei, Viscora dabei, Baloo mit einem 100% Schalellos, 100% Rayquaza getradet, 100% Gladiandri, da kommt die Feuerwehrfra, hat hier auch Kommandutta eine paar Schalellos mitgenommen, da haben wir auch nochmal Relaxo dabei, Sepa, Rayquaza, Potrot, Kanivanya, auch das 100er Schalellos, müssten ja also beide bekommen haben. Dann hat sie sich einen Shot für zwischendurch gegönnt, hat nur ein Foto gemacht, dann hat sie es wieder zurückgelegt. Die muss das kaufen, probieren, mal das Erlebnis haben von der schönen Samyang Bulldog Soße. Dann Benji, Wablu, Zickzacks, beide C-Day und Tentara 100%. War das aus? Wahrscheinlich der Rampenlichtstunde. Und Alexander Maisch noch ein 100% Ordoch hinterhergeworfen. Jetzt also auch für die Mega-Entwicklung und das war's jetzt mit den Highlights. Wir kommen noch zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt von, haltet euch fest, Adi Schatz, alles Gute, Julian! Julian mit Ru geschrieben. Julian hat ein 100%iges DNC. Das konnte man ja wirklich nur einmal bekommen. Nicht wie bei Shaman, dass du bei 4 Go-Festen 4 Stück bekommen kannst. Das konntest du nur einmal bekommen. Das auf Level 5, das hätte ich direkt auf Level 50 gezogen. Da hätte ich gewusst, wo ich meine ganzen Sonder-XL-Bonbons reinballern kann. Generell überhaupt von den Mysteriösen ein 100%iges zu haben. Und das soll ja auch noch eins der stärksten Pokémon mit sein, mit seiner Mega-Entwicklung, gerade als Gesteinsangreifer auch hin und her. Ist eine Fee, ist Gestein. Das ist einmalig. Ich habe keinen gesehen, der ein 100er hat. Ich habe keine Ahnung, wer Julian ist. Der hat es aus dem Nichts in den Fanchat einfach gepostet, glaube ich, noch nie geschrieben oder so alles. Grüße an Julian auf jeden Fall, wird er eh nicht sehen. Peace out, Vorhaut. Achso, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.